Herzlich willkommen zurück zu Kindergarten. Es ist wieder Montag und alle freuen sich. Yay! Cool, Party! Wir sammeln heute Monstermann-Karten. Eine habe ich hier beim Geldfarmen gerade schon aus Versehen bekommen, weil ich Wege gesucht habe, um ein bisschen Geld zu farmen. Was machen wir heute? Ihr habt ja mit Pressur darauf bestanden, dass wir heute noch, beziehungsweise heute für euch, der es jetzt gerade sieht, für dich ist heute, aber für mich ist dann wahrscheinlich schon wieder gestern oder so. Naja, ist ja auch egal. Wir nehmen den Lunchpass mit, dann kann man zwischendurch noch ein bisschen Geld machen. Wir wollen heute Monstermon-Karten holen. Also ganz ungezwungen, ja, das hier ist nichts mehr mit der Story. Wer Story sehen will, der muss leider gehen oder sich die alten Folgen nochmal anschauen. Ja, dann muss ich mal, ich müsste auch vielleicht mal die Playlists mit in die Kommentare, in die Videobeschreibung packen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht, aber es steht auf der Liste. Free Sky Jim is in one of the cubbies. Okay, Bugs will Cactus Outlaw. Achso, genau, das habe ich gerade gemacht. Aus Versehen. jetzt weiß ich nur gerade nicht, welche ich denn habe. Cactus Outlaw. Ich muss mal gucken. Jetzt haben wir ja drei Stück hier. Die epische Superkarte, die kriegen haben wir ja dann eh nur. Wer ist das denn? Fapton Kalkin, okay. Blue Eye Gold Dragon. Literally Grass, okay. Und jetzt hier den Cactus Outlaw, den haben wir auch noch, okay. Ja. Nur, dass ich so ungefähr weiß, wenn ich dann jetzt hier drauf schaue, was ich schon mal gehört habe, dann weiß ich, ob ich die suchen muss oder nicht. Cactus Outlaw brauche ich nicht. Jim is in one of the Cubbies. An die Cubbies komme ich dran. Wie komme ich an die Cubbies? Mit dem Jojo für Jerome komme ich an die Cubbies. Aber ich komme auch an die Cubbies mit der Pille von Nugget. Nugget. Dann hole ich lieber die Nugget-Pille am Anfang. Dann können wir nämlich an die Cubbies. Ein Schraubendreher muss ich mir auch kaufen, glaube ich. Martian Orbman. Ein Bug Secret Stash. You can exit it by stabbing Bugs and following him out to the hallway. Ich kann Bugs erstechen? Wie geht das denn? Naja. Nugget will give you King Tower Beetle if you bring him a magnifying glass during morning time. Ach so. Ja, dann gehe ich doch jetzt erstmal über Nugget, ne? Über Nugget kriege ich doch bestimmt auch schon wieder zwei, drei Karten. Bugs will give you Shroom Turtle if you give him either a flask or breathalyzer at recess. Okay. Muss ich erstmal gucken, was das ist. Cindy will mir die Giraffe geben. Wenn ich ihr eine Pille im Playhouse gebe, okay? Literally Grass habe ich. Cindy will give you Oh Fucker Tornado. If you find out what happened to her dog instead of getting something gross from the closet. Was? Was? The teacher will give you a really bright star if you dump the blood on Cindy instead of Lily at recess. Ah, okay. Okay, machen wir erstmal überhaupt irgendwas. Ich lese ja hier seit 3 Minuten schon den Schmarrn. Müssen ja irgendwie vorankommen. Und dann hole ich einfach mal so viele Monstermon-Karten wie geht und ein paar vielleicht, an die ich mich noch erinnere. Ich nehme mal $3 mit. $3 geht ja. Okay, $3, bitte, danke. Und schauen wir mal, ich weiß nämlich noch nicht, das ist ein bisschen unübersichtlich, welche Tage ich schon beendet habe oder nicht. So, Zigaretten, Nugget. Ich hole mir von Nugget die Pille. Ich hole mir von Nugget die Pille. Was muss ich da nochmal machen? I'll be your friend oder what happened to Billy? Ich glaube, es war what happened to Billy, oder? Nugget knows, who knows? Was ist in diesen Pillen? Ich weiß, was drin ist. Ich weiß, was drin ist. Okay, of course. Ja, klar. Ja, komm, rück mal eine raus. Vielen Dank, die brauche ich gleich nämlich, um die Lehrerin ordentlich zu bestechen. So, dann brauche ich von ihm, will ich einen Schraubendreher haben. Screwdriver. Alles klar. Deal. Und ich brauche
Ich brauche das Jojo, weil ich will auch mit ihm hier befreundet sein. Weil dann komme ich nämlich raus auf den Flur. So, schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert mit den Äpfeln. Ist nämlich auch noch so eine Frage. Brauche ich noch irgendwas? Vielleicht die Zigaretten, damit ich in der Pause aufs Klo kann oder so? Ich weiß nicht, was ich beim Show and Tell hinterher zeigen kann. Ach komm, ich verticke ihm erstmal hier diesen Lunch Pass. Hau rein. Und dann kaufen wir einfach die Zigaretten noch. Okay, Deal. Okay, verstanden. Want to sell nothing right now. Ich versuche jetzt mal im ersten Durchgang so viele Karten zu holen, wie es geht. Und dann hole ich die halt vereinzelt, so je nachdem. Mal gucken, wenn wir so auf 25, 30 Minuten kommen und dann habe ich garantiert noch nicht alle, dann muss ich leider noch eine Folge machen. Okay, sucht euch einen Partner. Kinder, sucht euch einen Partner. Ich möchte erstmal möchte ich die Frau hier berauschen. Nugget hat mir eine Pille gegeben. Jupp, weg ist sie. Ja, welcome. Jetzt kann ich mir die schon mal holen. Ich hole mir die einfach mal. Na, ist alles so gut. Hey, ich habe dir doch die Pille gegeben. Okay, take the card. Her mit dem Ding. So, jetzt versuche ich mal. Ich versuche so viel, wie es geht. Nimm das Glas. Nugget. Womit bist du beschäftigt? Ja, okay, vielleicht. Okay. Ich habe ein Glas. Ja, her damit. Alles klar. Monstermann-Karte. Sicher. Alles gut, alles gut. Der kleine Nugget. Nugget ist einer meiner allerbesten Freunde. Aber jetzt muss ich mich mit Jerome anfreunden. Oh, kacke. Ich glaube, ich kann jetzt draußen nur eins schrauben. Ja, ja, okay. Was soll ich machen? Alles klar, ready. Ja, ich kann das tun. Klar, got it. Alles klar, I'm ready. Leg sie ab! Yeah. Hey, du da, pickliger Typ. Was ist los? Mein Pass. Ach, scheiße! Verdammt, es hat zu lange gedauert. Mist. Okay, wir späten Räter. Wir reden später. Hey du, komm her sofort. Ich bin schwarz, ich schlag dir ins Maul. Okay, kein Problem. Es ist erlaubt. Okay, keep cool. Geil. Ich konnte ihn behalten. Das heißt, ich kann jetzt draußen rumspazieren. Hey, stop! Ach so, da muss ich ja erst eine Brille besorgen, ne? Oder, Moment. Kann ich mit Jerome reden, damit er sie... Ach, kacke. Kann ich die auch bestechen? Oh, guck mal. So. Ey. Er konnte mir sie noch bestechen mit $2. Also die Frau ist sich ja echt für nichts zu fein, ne? So, something. Unscrew. Das ist eine seltene Superkarte. Ist im Badezimmer auch eine Monstermann-Karte? Nein, oder? Janitor's Closet. It's locked. Ach, kacke. Scheiße! Aber ich habe ja... Nee. Ich weiß nicht. Naja, dann müssen wir den Run vielleicht jetzt mit 3 Karten beenden. Ich weiß nicht, ob ich ins Nugget Hole komme, weil ich bin ja jetzt nicht Nuggets bester Freund. Im Nugget Hole war nämlich auch noch eine. Ich überlege gerade, Leute, ich überlege gerade. Nee, okay. Kann ich hier noch eine kriegen? Im Lehrerzimmer? Nee. Wir machen erstmal... Kiddos! Alle rein! Sonst gibt's einen Schlag. Oh nein, ich brauche was fürs Show and Tell. Oh nein. Kann ich Monstermon-Karten beim Show and Tell zeigen oder werde ich dann gelyncht? Ach, warte mal, vielleicht kann ich die ja. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal mit eingesammelt habe oder ob ich das nur mal
Figure out what. Okay, so, wie war das nochmal? Okay, was ist das Rätsel? Es war zweimal im Süden. Also gelb-gelb. Dann blau vor rot. Also gelb-gelb, blau-rot. Gelb-gelb, blau-rot, ne, oder? Ne, two blue, Moment, okay, Moment, ich muss es genau lesen. Zweimal gelb, dann zweimal blau, dann einmal rot. Also gelb-gelb, blau-blau, rot. Zwei gelb, zwei blau, ein rot, oder? Zwei gelb, zwei blau, ein rot. Zwei gelb, zwei blau, ein rot, dann gelb-blau. Gelb, gelb, blau, blau, rot, gelb, blau. Okay, okay. Gelb, gelb, blau, blau, rot, gelb, blau. Yes. Monstermon, pick it up. Ich weiß nicht, ob ich die halt schon hatte oder nicht, aber die hier hinter habe ich auf jeden Fall. Und die, mit der habe ich auch beendet, das ist die Little Rear Grass Dings. Kann Nugget uns noch die Höhle öffnen? Behold the Nugget Cave. Do you want to find it out? No. I don't think I will. Nugget Cave. I'm not going. Nugget, alles okay. Nein, wir beenden hier. Guck mal, es ist ein Haufen Karten. Es ist ein Haufen Karten. Ich hoffe, dass ich die jetzt auch zeigen kann und mich niemand umbringt. Nein. Bitte Karte. Okay, sie überspringen mich einfach. Sehr gut. Ah, ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag. Verpisst euch, geht nach Hause und schlagt eure Eltern, Kinder. Yeah, alle Kinder leben. Die wunderschöne Rasselbande. Boah, alle new. Alter. Nice. Und es ist wieder Montag! Yay! Tornado Fly Card. Fly vor allen Dingen. This fly can generate tornadoes by flapping its wings. They're not very big because he's a bug. Okay. This is the Freezy Guy Gym Card. He's probably the coolest guy named Jim you'll never meet. You'll ever meet. Oh. Okay, alle neu. Geil, Alter, ne? Das ist the King Tower Beetle Card. He's just a regular beetle that lives in the King's Tower. Okay. was haben wir hier noch? This is a Cyclops Duckling Card. It's not a species or anything. It's just a duckling that had its left eye packed out by a bigger duckling. Okay. Sehr schön, sehr schön. Gut, dass wir diese Informationen jetzt haben. Uns fehlen ja jetzt nur noch 2, 5... Ach du Scheiße. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Schauen wir uns doch mal die Tipps an. Die Tipps. Oh fuck, oh fuck. Also, Cactus Outlaw habe ich. Freeze Guy habe ich. Bug Secret Stash. Aber, oder habe ich den Martian Orbman? Habe ich den schon? Okay, Leute, ganz kurz. Ich mache das hier in alter Handarbeit. Ich besorge mir mal eben einen Stift, schreibe mir das hier auf. Dann kann ich mir das hier so an den Monitor heften. Da brauche ich nicht immer in den Tipps rumstöbern. Und dann haben wir auch alle mehr davon. Also wir sehen uns gleich nochmal. Auf Wiedersehen. Nur eine Sekunde. Ach, Leute. So, da bin ich wieder. Da seid ihr wieder. Das wird ganz schön anstrengend, Leute. Das wird richtig anstrengend. Ich habe jetzt hier nochmal alles. Also wenn man sich mal die Hints so durchguckt. Die 1, die 2, die 4 haben wir. Wir müssen Bugs irgendwie, Exit it to try stabbing Bugs. And following him into the hallway. Aber ich habe gerade gelesen, es gibt viele Karten, die wir über Cindy kriegen können. Nugget, warte mal, Bugs, da. Cindy gibt mir eine Giraffe, wenn ich ihr eine Pille im Playing House gebe. Also machen wir jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal die Cindy-Story mit Nugget Pill. Oh ne, warte, nein. No. Ich nehme vorsichtshalber, falls wir noch in den Janitor's Closet... Ne, das ist Principal Office.
Bringt mir also nicht viel. Ich nehme auf jeden Fall den Futterpass mit. Der Futterpass ist immer gut. Geld brauche ich auch, jede Menge. $3 nehmen wir mit. Nugget, nehme ich die Blume mit, aber ich kann am Ende eine Monstermann-Karte zeigen. Ist also nicht so wichtig. Ja, dann gehen wir nochmal los. Wie gesagt, das ist jetzt storytechnisch natürlich passiert hier nichts mehr, ne? Wir müssen jetzt, das ist nur Monstermann-Karten sammeln. Ich hoffe, ich kann sie am Ende alle haben. Nugget, I'll be your friend. Ich brauche auf jeden Fall die Pille. Also, gib mir das. Warte mal. I only have Friendship? Ne, Moment. Ich wollte nicht den Nugget der Freundschaft. Moment. Ach Quatsch, wir müssen erst über Billy reden. Ach, Kreis. Das werdet ihr jetzt noch öfters sehen. Ach, habe ich Restart Day gemacht? Ach, ich bin auch ein Huckeduck manchmal. Naja. So, Lunch Pass nehmen wir mit. Oh, Leute, ihr habt mir da was aufgetragen. Schreibt mal lieber, nee, Kreis, nicht noch eine Folge. Sonst müssen wir die wirklich alle sammeln. Wollt ihr die wirklich alle sammeln, Leute? Ich meine, guck mal, wir brauchen wir alle? Wirklich alle? Ist es so ein Ding, hey, man muss alles gesammelt haben vom Ablauf seines Lebens. Aber eigentlich hätte ich auch gerne, da gibt es bestimmt einen Erfolg für. Und das wäre, glaube ich, das erste Spiel, in dem ich alle Erfolge habe. Da, was ist in den Pillen? Ich brauche das, der Prinzipill. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich brauche Nuggets später auch nochmal, um in das Principal Office reinzukommen, weil im Principal Office ist ja eine Monstermann-Karte im Dings. Und ich muss ja irgendwie lebendig wieder da rauskommen. So, Cindy, ich möchte gerne dein Boyfriend sein, ja. Was muss ich dafür tun? Ja, okay. Girl, rapen, alles klar. Was ist denn mit ihrem Bruder passiert? I don't care. Ich weiß, was passiert ist. Ich habe Billy schon gerettet. Wir haben Billy gerettet. Nee, habe ich nicht. Sorry, tut mir echt leid für dich. Warum? Was? Ja, okay. Danke für den Tipp. Alles klar. Was, Cindy soll eine Bitch sein? Glaube ich gar nicht. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Brauchen wir noch irgendwas? Brauche ich... man kann auch noch ins Badezimmer gehen, aber das mache ich vielleicht später bei einer anderen Mission. Vielleicht muss ich auch einfach irgendeine Mission, so wie jetzt gerade, nochmal spielen. Bugs and Secret Stash, ich weiß es nicht. Ich versuche, naja. Ich habe mich vorhin gelesen, ich krieg auch noch eine Karte von ihr, vom Hausmeister kann ich noch eine Karte kriegen. Wenn ich Cindy bei der Mittagszeit... Warte mal, wie war das denn? Moment. Kurz mal, irgendwie... Da war's. Er gibt mir den Torwächter oder was, wenn du Cindy, wenn ich ihr einen von seinen Biscuitballs reindrücke. So, jetzt bringen wir erstmal das Mädchen zum Weinen. Ja. Zack, das hast du jetzt davon. Biatch. So, weil du so eine blöde Frau bist. Nein, alle Männer da draußen, ja. Ich gelobe immer einen respektvollen Umgang mit weiblichen Personen. Das sind Menschen wie du und ich. Nur ohne P. Ohne Pipi. So. Während wir houseplayen, muss ich ihr doch die... Wie kann ich ihr denn die Pille geben? Das habe ich noch nie gemacht. Hast du getrunken? Nein, habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Oh nein, der Breathalyzer. Oh, warte, da war was mit dem Breathalyzer. Kurz mal eben gucken. War da nicht irgendwas da? Nee, aber irgendwas mit Bugs auch. At Recess. Was ist Recess? Ist das draußen? Wenn man draußen ist, wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal, ob wir ihn bis dahin noch haben. Unborn Child? I can work through this. Yes, yes.
Was mit dem Baby? Ihr treibt's ab, Alter, nein. I guess you'll see then. Oh nein, ich hätte bestimmt abtreiben nehmen müssen. Fuck, fuck, fuck. Dann hätte sie die Pille genommen. Moment. Wir restarten den Day nochmal. Nein! Oh nein! Ich hätte nur den scheiß Raum neu starten müssen. Oh, wieso? Okay. Ja, Kreis ist ein bisschen durcheinander manchmal, Leute. Das tut mir jetzt leid. Aber da klicken wir uns schnell durch. Ist ja kein Problem. Da sind wir schnell durch. Das ist ja die eine Minute da. So, ich muss ihr auf jeden Fall die Pille geben, aber ich weiß nicht wie. Was ist mit Billy passiert? Weißt du, wo er ist? Ich weiß, wo er ist. Im Keller. In einer Litfaßsäule. Oder wie das Ding auch immer heißt. Gib mir den Pillen. Ja, ja. Der Principal. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht was Falsches klicke. So wie Restart Date zum Beispiel. Ja, her damit. Dankeschön. Alles klar. Wunderbar. Jetzt müssen wir da nochmal. Ich mach das nur so gern, weil ich der so gern Kaugummi in die Haare schmiere. Ja, möchte ich. Klar, was soll ich machen? Okay, ja, her damit. Ja, okay. Du, 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 du. I haven't. Sorry, tut mir leid, dafür schmier ich dir Kaugummi ins Haar, weil du so doof bist. So, Ach, Kinder, das ist jetzt. Ach, ich fühle mich wieder so schlecht. So, Go find a partner. So, jetzt sind wir ja fast wieder da. Ich muss jetzt nur dann mit ihr put gum. Alles klar, dankeschön. Was hast du nun davon, weil du das mit mir getrieben hast? Ich war so lange in dich verliebt, doch du hast mich missachtet. Wegen deinem blöden Bruder. So, willkommen. Warum soll ich Dinner machen, hä? Was soll das? Ich hab keinen Hunger. Nein, ich bin müde jetzt. Was muss ich ungefähr? Ist es der Breathalyzer? Okay. I told you I'm fine. Okay. Unborn child. Wir können daran arbeiten. Yes, yes. Hier, yeah, da habe ich eine Pille. Perfekt. Wow. Wer hätte gedacht, dass sich Abtreibung so toll anfühlt? Oh mein Gott. Oh, dankeschön. Dankeschön. Oh Mann. Ja, wir sehen uns dann in der Cafeteria. Sehr fein, dankeschön. Kann ich Ihnen den Breathalyzer geben? Good point. Das macht mich jetzt ein bisschen fertig. So, mit Jerome kann ich auch nichts mehr machen. Gehen wir mal durch. Kann natürlich sein, ne? Ich muss es jetzt wahrscheinlich 40 Mal spielen. Soll ich mit ihr lunchen? Nee, nein, wir gehen einfach so zum Lunch. So, was könnte ich denn jetzt hier noch machen? Ach ja, genau. Basketball. Basketballs? How much are they? Ah gut, ein Dollar. Nehme ich mit. Guck mal, ich habe richtig Asche. Ich bin jetzt hier der Wohlhabendste an der Schule. So, Cindy. Hey. Ich habe hier das. Ja, toll. Habe ich dir den jetzt zu früh gegeben, oder was? Och nö, kann ich noch einen kaufen? Basketball. Ach so. Ach nee, warte mal. Restart Room. Wir starten den Raum neu. So. Jetzt muss ich ihr erst irgendwas zu essen andrehen. Das heißt, ich brauche erstmal Slop. Ja, bitte. Bitte Slop. Okay. Danke. Dann reiben wir ihr jetzt erstmal hier so einen kleinen Sloppy-Bart unter die Nase. Ich hab Slop. Okay. Jetzt hol ich dir was Veganes. Something vegan, ja, bitte. Ja, kein Problem. Dann kannst du dir jetzt mal hier das salzige Bällchen reinfegen vom Hausmeister. Basketballs, was kosten die? Ein Dollar, ja. Shut up and take my money! Okay. Cindy! Cindy!
Cindy, ich hab dir was mitgebracht. Das ist total vegan. Ist sehr lecker, ja. Es erinnert mich irgendwie an meinen Hund. Ich weiß, wo dein Hund ist übrigens. Ach, guck mal. Ah, ich habe auch noch irgendwas mit Bluteimer. Die Lehrerin, genau, warte mal kurz. Der Bluteimer, da fällt mir was ein. Cindy, warte mal, Cindy. The teacher will give you really bright star if you dump the blood on Cindy. Okay, boah, Alter, hier können wir richtig Karten machen in der Runde, glaube ich. Weil ich so schlau bin und mir so eine tolle Liste gemacht hat. Und was ist mit dem Hall Monitor? Okay. Listen for the bill. The janitor will come back shortly. Okay, let's do this. Okay, let's do this! Aber dann kann ich mir nur den Eimer holen, egal. Weil in dem Ding ist ja, in dem, wie heißt es hier? In dem Janitor's Closet. Da ist ja auch noch Dings drin, ne? Wisst ihr Bescheid? Da ist ja auch noch eine hinten in der Kiste. Unlock the door. Gut, das kostet zum Glück keinen Apple. Jetzt hier das ausgeblutete Eimerli mitnehmen. Take the bucket. Und jetzt schnell raus hier, weil sonst kommt nämlich the Lehrer. Nicht the Lehrer, der... Naja gut, er ist ja auch irgendwie ein Lehrer. So, ja, jetzt müssen wir raus. Ach, Moment. Oh nein. Oh nein, jetzt habe ich die Karte vom Hausmeister nicht bekommen. Ich habe die Karte vom Hausmeister nicht bekommen. Das ärgert mich jetzt. Ich will die Karte vom Hausmeister haben. Aber wie mache ich das jetzt am besten? Hm, das werdet ihr gleich sehen. Oh mein Gott, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist passiert? Er hat auf magische Art und Weise zurückgespult. Ja, hier, sie schiebt sich nochmal den leckeren Biscuitball rein. Kein Problem. So, jetzt machen wir nochmal etwas ganz Cooles, was ich vorhin, glaube ich, nämlich vergessen habe. Was mit dem Hall-Monitor? Okay. Ich glaube, ich bin nämlich, ne, oder? Ja, Moment. Give me a minute. Did she eat it? Yes, yes. Haha! Gut. Skedaddle. Alles klar, Skedaddle. Kein Problem. So. Jetzt ist es nämlich richtig. So wollte ich es haben. So viel Schneiderino mache ich sonst nie, ne? Aber jetzt musste das mal sein heute. Weil sonst spielen wir nämlich noch 100 Folgen und das will keiner. Okay. Dann lass es uns tun, Baby. Janet's Closet. Mein Lieblingsraum in diesem Haus. Okay, kein Problem. Ich brauchte die geheime Super-Monstermon-Karte. Konnte ich die nur wieder vergessen? Take the bucket. Okay, und los. Oh, direkt wieder raus. Wunderbar. Und jetzt gleich geben wir Lilly nämlich volles Mett. Ne? Nicht Lilly. Wir müssen ja jetzt auf die andere schütten. So, jetzt muss ich Bugs erstmal den Breathalyzer noch geben. Ich glaube, da kann ich nämlich auch noch eine Monstermon-Karte abstauben. You don't look busy. Okay, what's the point? Ja, ein little bisschen sentimental, oder? Hier, bitteschön. Ah, oh, das ist immer... Den hat meine Mutter... So einen hat meine Mutter immer benutzt, um meinen Vater damit, also, ne, zu bringen, dass er... Monstermon-Karte. I see you later. No problem. Brauchst du noch was, oder? No problem. Okay, cool. Boah, das wird auch wieder ein richtiger Kartenrun, Leute. So viele Cards. Okay. Wir haben's. Den Bucket. Yes. Climb up there. Okay, I'm gonna get in position. Und jetzt gebe ich ihr nämlich, das haben wir auch noch nicht gesehen, noch so ein paar Alternativdinge, die hier passieren. So kann man dann durch das Suchen der Karten kann man wahrscheinlich dann alles rausfinden, was so hätte irgendwie auf den Stories passieren können. Fein, was ist los? Jetzt, Alter, kriegt sie. Bam! Was, was? Nein, nein! Oh!
Sheesh. Kinder, da ist ein Unfall passiert. Alle Mann rein. Okay. Komm doch mal runter. Was, wer muss mit mir chatten? Ach, sie muss sie mir noch was sagen, oder was? Okay, danke. Du sagst, ich bin daran schuld, Killy umgebracht zu haben? Naja, natürlich. Du glaubst gar nicht, wie lange ich schon darauf warte, dass sie verreckt. Ich habe einmal versucht, sie zu vergiften, aber das Gift war nicht vegan genug für sie. Ah ja, dieses Kind könnte nicht dümmer sein. Yes, yes. Okay. Ja, oh, da ein Special Monstermann Card. Weil Blut mit drin war. Okay, das ist eklig, aber danke. Okay, Show and Tell. So, dann kann ich ihr ja jetzt... Was zeigen wir ihr denn? Hier, so einen coolen Stern. Du kleine Ratte. So, das war ein schönes Show and Tell. Sie ist nicht mehr da. Jetzt müsste sie sich doch eigentlich freuen. Warum ist sie denn noch so traurig? Das war doch ihre Erzfeindin. Boah, wieder 4 Stück gemacht in einem Run. Richtig guter Run. Siehst du, wenn man vorher ein bisschen organisiert, Leute, Arbeitsvorbereitung ist das Standbein unserer Gesellschaft. Wow. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Das ist der Shroom Turtle Card. It's a guy who ate some shrooms and now thinks he's a turtle. Ja, das denken die meisten. This is a really bright star card. It actually burned out decades ago. It's just really far away. Okay. Na, hier, die Grünen sind, glaube ich, die nicht so, ne? Oder der Giraffe Serpent. It's a snake with a really long neck or body. We can't tell. Okay. Ja, hat eine Schlange. Ja, stimmt. Hat eine Schlange einen langen Hals oder einen langen Körper. Der Evil Torwächter Card. Ist lila eine Karte, ne? Die scheint gut zu sein. So, Freunde, das war's dann für heute. Aus der ersten von 2 oder 3 Episoden des Monstermon-Kartensammelns. Heute habe ich ja nicht ganz so viel geschnitten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und könnt jetzt selber eure Sammlung ein bisschen vervollständigen. Wir suchen im nächsten Teil natürlich weiter nach den anderen Karten, wenn ihr mögt. Bis dann, reingehauen.